du her? Vom Schattenstiel. Hast du einen Schutzmann gesehen? Nee. Was machst du so spät auf der Straße? Ich kann nicht nach Hause. Warum nicht? Was machst du denn hier? Du bist ja auch nicht viel älter als ich. Ich bin vor 14 Tagen 15 geworden. Aber ich gehe nicht mehr zur Schule. Ihr niedliches Gesicht nebst dem kleinen Mozartzopf gefiel mir, wodurch ich offen und redselig wurde. Als ich den Vorfall mit dem Lehrer und meinen Schulschwänzen erzählte, amüsierte sie sich köstlich. Sie erzählte offenherzig, dass sie bereits den Weg der Schande ging. Sie erzählte, wie sie noch gestern Abend einem greisen Lüstling das erschlaffte Fleisch mit Rutenstreichen zur Genussfähigkeit aufreizen musste. Oh, ihr Evas Töchter, ihr seid zu gut dazu. Wenn der Zahn der Zeit mit seinen eisernen Konsequenzen seine Spuren euch hinterlassen hat, haltet ihr euch um Geld vergebens feil. Hasst von Jugend auf solch Mammonsdienst und haltet eure Gelübde. So treu wie einst Isabella von Kastilien, die nicht eher ihr Hemd wechselte, bis Granada gefallen war. Mein Vater war ein begeisterter Sozialdemokrat, der alles versuchte, seine Kinder rechtlich und natürlich fürs Leben aufzuklären. Junge, hast du was ausgefressen? Polizei war bei mir und wollte dich verhaften. Du sollst bei einem Schlosser mit zwei Komplizen einen Einbruch verübt haben. Steht schon in der Zeitung. Wie im Jahre 1880 zur Verschärfung der Sozialistengesetze ein Ausnahmegesetz im Reichstag durchging, wurde bei meinem Vater Haussuchung gemacht. Eine Denkschrift und die Bilder von LaSalle und Bebel brachten ihm die Ausweisung. Es ist mir unverständlich und einem Andenken unserer sozialdemokratischen Vorkämpfer wenig entsprechend, dass ihre Leiden und Kämpfe aus diesen tragischen Zeiten so lautlos verhallen und nicht immer wieder der jetzigen lebenden Generation in Broschüren und Schriften vor Augen geführt werden. 19 Jahre war ich alt. Furchtlos und verwegen schnürte ich mein Bündel und verschwand wie ein Dieb in der Nacht. Wenn ich die Flappen machen soll, brauche ich vorgedruckte Formulare, Kautschuk, ein Schnitzmesser und Stempelfarbe. Das kostet. Jeder die Hälfte. Das ist der Rest. Den ganzen Beutel mit Silber und Nickel habe ich drin lassen müssen. Mindestens 400 bis 500 Mark war da drin. Scherereien. Das Zeug überhaupt nicht abzusetzen. Die ganze Lauferei für nichts und wieder nichts. 5000 Mark war der ganze Kram wert. Die Hehler machen das große Geschäft. So, dafür krieg ich von jedem nochmal 30 Mark. Wer ist da? Adolf war gestern nicht in der Kneipe. Ist er bei dir? Ich weiß nicht, wo Adolf ist. Aber den kannst du vergessen. Dem ist auf den Nerven gefallen. Das ist nicht wahr, du Arschloch! Das ist nicht wahr. Adolf liebt mich. Das sollst du mir büßen. Das ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend immer wieder Böses gebiert.
Wenn ich etwas verabscheue, Herr Untersuchungsrichter, dann ist es die Lüge. Ich heiße Anton Waldes und ich wohne bei netten alten Leuten, denen ich den Schreck ersparen möchte, die Kriminalpolizei kennenzulernen. Der Pass ist gefälscht. Die Adresse verschweigen Sie wohl nur, weil dort noch Diebesgut lagert. Sehen Sie, Sie wollen meine Armbärtsleute mit Haussuchung belästigen. Nein, die Adresse gebe ich nicht an. Kennen Sie diesen Mann? Natürlich. Das ist Adolf Petersen. Blöde Kuh. Wachtmeister, führen Sie die Dame wieder hinaus. Herr Untersuchungsrichter, würden Sie mir gestatten, einige Worte mit der Dame zu sprechen? Wir haben uns hier nicht viel zu sagen und sehen uns wohl kaum im Leben wieder. Da ich erst mal für einige Jahre hinter Mauern zu verbringen habe. Kennen Sie die griechische Götterlegende vom Nessos-Gewand? Nessos vergewaltigte eine junge Frau, Deianira, und wurde dafür vom Ehemann Herakles erschlagen. Sterbend riet Nessos der jungen Frau, sich aus seinem Blute eine Zaubersalbe zu bereiten. Die würde ihr stets die Liebe des Gemahls sichern. In Eifersuchtsgefühlen nahm die junge Frau diese Salbe und bestrich damit ein vom Ehegemahl verlangtes Hemd. Diese Salbe war aber ein todsicheres Gift, womit sie ihren Ehegemahl umbrachte. Als sich die junge Gattin vom Tod ihres Ehegemahls überzeugen musste, erhängte sie sich. Nun, Meta, denken Sie, Sie sind Deianira und ich bin Herakles. Dabei fehlt nur noch, dass Sie sich erhängen. Sie können mich abführen, Herr Wachtmeister. Wir haben es zweifellos mit außergewöhnlichen Verbrechern zu tun, bei denen eine exemplarische Strafe am Platze ist. Wie ein Hohn auf die Gesellschaft würde hier die Milde des Gerichtshofs klingen. Man fasse als erstes die äußerst verwegene Flucht der beiden Angeklagten über die Dächer sowie das Hinabgleiten am Blitzableiter ins Auge. Wenn derartige Elemente nicht auf Jahre hinaus unschädlich gemacht werden, wird kein Ort mehr sicher sein, wo sie nicht in ihrer Gewandtheit und Verwegenheit eindringen. Ihre Verbrechertätigkeit ist charakterisiert durch Gewerbsmäßigkeit. Womit kann ich dienen? Verzeihen Sie. Und gestatten Sie, dass ich Ihnen einen Kriegsruf anbieten darf? Wie kommen Sie zu der Annahme, hier um 2 Uhr nachts noch Gäste zu vermuten? Dafür habe ich ein gutes Auge. Wo bleibt uns Köhm, Oce? Bitte. Jo, ist ja gut. Hier, das ist ein ganzer Bottle. Wenn Sie gestatten, kaufe ich Ihnen Ihre Kriegsrufe ab. Alle? Wie viel sind das denn? 16. Und was kosten die? Wir verkaufen sie für 20 Pfennig das Stück. Ist diese Tätigkeit mitten in der Nacht? 3,20 Mark. Nicht zu gefährlich? Oh nein, diese Tätigkeit interessiert mich sehr. Aber die Heilsame nimmt auch Herren auf. Würden Sie sich nicht dafür begeistern? Wenn Sie nur eine gute Partie machen könnten, würden Sie da nicht diesen Beruf an den Nagel hängen? Ihre ganze Erscheinung, der Liebreiz Ihres Ausdrucks, berechtigen Sie zu der besten Partie. Wenn man so viel Eheelend sieht, wie ich in meinem Beruf, dann verliert man einfach den Glauben an das Glück in einer Ehe. Ich muss jetzt gehen. Wer kennt nicht die Leidenschaften der ersten Liebe, die im Bündnis mit dem Tode steht? Sie kennt kein Gesetz und denkt an kein Morgen. Sie begehrt des heutigen Tages, unverkürzt. Sie denkt an keine Speise für die Zukunft und verschmäht alle aufgewärmten Reste der Vergangenheit. Sie ist eine wandelnde Flamme zwischen zwei Finsternissen. Je wilder sie brennt, desto eher verlöscht sie. Thank you.
In den ersten zwei Jahren fiel mir die Eitelkeit meiner Frau nicht auf. Im Gegenteil, mir gefiel alles. Gerade ihre ganze Einstellung, etwas Besseres sein zu wollen, kitzelte auch meine Eitelkeit. Die Freundin meiner Frau hatte die Mittel, Bäderreisen zu unternehmen. Helmi liebte es, ihr Gesellschaft zu leisten. Dieser anspruchsvolle Lebenswandel kostete viel Geld, was ich mit ehrlicher Hände Arbeit nicht erreichen konnte. Ihre Wünsche aber zu erfüllen, war mir jedes Mittel recht. Wartest, bekommen wir Zuschauer und die werden uns auf liebevolle Weise sichere Unterkunft verschaffen. Mit einem solchen Beil hat man den Nacken einer Königin durchtrennt. Welch ein Teufel von einem Scharfrichter muss das gewesen sein. Der weiße Nacken, der dazu berufen ist, mit dem allerlieblichsten Geschmeide geziert zu werden. An diesem Geldschrank werde ich sie rächen. Bargeld in Höhe von 6.000 Mark fiel uns in die Hände. Wenn man bedenkt, dass damals der Wochenlohn eines Arbeiters zwischen 18 und 24 Mark schwankte, kann man begreifen, dass so die Liebe zur Arbeit erdrosselt wurde. Adolf! Adolf! Was ist denn das für ein Geschirr? Diese Dietriche sprechen doch ziemlich deutlich für ihre Bestimmung. Sag mal, wie kommst du an diese Sachen? Sie gehören einem Monteur, der bei mir als Gast verkehrt. Adolf? Wenn du auf dunklen Wegen gehst, dann bekenne es, damit ich dich zurückhalten kann. Ich überlebte es nicht, wenn du auf solchen Wegen abgefasst wurdest. Denk doch an unser Kind, das ich erwarte. Was du befürchtest, ist bereits geschehen. Dein letztes Reisegeld habe ich bei nächtlichen Einbrüchen erworben. Ich war zu weit gegangen. Meine Absicht, ihr im günstigen Moment von meinen Taten zu beichten, um ihre Ansprüche bescheiden zu machen, war verfehlt. Probe stellen. Wie du in einem solchen Fall reagieren würdest. Die Tasche gehört wirklich einem Monteur. Er holt sie heute Abend und macht bei mir ab. Ich liebe dich so
unendlich, aber versuch mich doch zu verstehen. Nehme mich so, wie ich bin. Und nicht, wie du mich haben möchtest. Depeschenbote! Ich komme! Wer heiratet, gleicht einem Landesherrn, der sich mit einem Meere vermählt. Er weiß nicht, was die Tiefen bergen. Wie viel Perlen, Ungetüme, unbekannte Stürme. Was ist denn los? Was wollen Sie denn hier? Sind Sie Adolf Petersen? Ja. Stehen Sie auf, kommen Sie mit, Sie sind verhaftet. Sie sind doch verrückt geworden, was? Zeigen Sie mir erstmal Ihre Legitimation und Ihren Haftbefehl. Was frech werden wollen Sie auch noch? Au! Aus! Ich saß 9 Monate in Untersuchungshaft und wurde entlassen, weil man mir nichts nachweisen konnte. Während dieser Zeit verkaufte mein Bruder die Wirtschaft und Helmi den Hausstand, wodurch ich bei meiner Entlassung von allem entblößt war. Durch die Freundschaft, die Helmi mit einem reichen Konsul aufgenommen hatte, hatte unsere Eintracht einen Riss bekommen. Dann verstehe ich dich. Also auf zynische Art und Weise. Willst du dich verständlich machen? Ich danke dir. Kann dir aber versichern, ein Zusammenleben machst du durch den Zweifel an meiner Ehre zur Unmöglichkeit. Weißt du überhaupt, warum ich gesessen habe? Mich hat einer denunziert für einen Bruch, den ich überhaupt nicht gemacht habe. Noch einmal schrie meine Seele nach der Liebe dieses Weibes. Mir fehlt nur deine leidenschaftliche Gegenliebe. Wie ein Verzweifelter ringe ich um deine Freundschaft. Alle Taten, alle Sehnen galt doch nur dir. Deine Verschwendung lege ab und schließe mich in dein Herz. So wie dein Bild in meine Seele geritzt ist. Und du machst mich und dich glücklich. Dieses Weib hatte eine faszinierende Hülle, aber keine Seele. Nie würde ich die Eiskruste um ihr Herz zum Schmelzen bringen. Als ich mich erhob, war ich ein anderer. Thank you.
Vorhin ist Ihrem Croupier ein kleiner Fehler unterlaufen. Sie haben ihn hoffentlich bemerkt. Verachten Sie Männer, denen mitunter kleine Fehler unterlaufen? Mir imponieren Rittergestalten, die mit Schild und Speer beim Turnier den Damen ihre kühnen Leistungen zeigen. Geben Sie mir einen Cognac. Wie bedauerlich, dass ich Sie nicht an meinen kühnen Leistungen teilhaben lassen kann. Ich könnte Ihnen von Erlebnissen berichten, die kühner sind als alles, was Ihre Fantasie sich träumen lässt. Und nehmen Sie mich einmal mit ins Feld. Ich verkleide mich als Mann. Wenn Sie wüssten, was für Erlebnisse ich meine, dann würden Sie das vielleicht nicht mehr wollen. Nichts könnte mich schrecken. Nach und nach wurden wir so vertraut, dass wir kleine Neckereien austauschten. Adolf. Meine Herren, mein Name ist Julius Adolf Petersen. Ich bin am Pulverteich 25 gemeldet. Sie haben in Ihrem Blatt geschrieben, dass ich der Täter beim Raub der Trabrennbahneinnahmen gewesen sei. Das ist nicht wahr. Ich bin kein Einbrecher oder Räuber. Erkundigen Sie sich. Ich bin Ausbrecher. Meine letzte Straftat liegt 12 Jahre zurück. Also, lassen Sie mich in Frieden. Und rehabilitieren Sie mich in Ihrer nächsten Ausgabe. Leben Sie wohl. Zentrale? Bitte Polizeipräsidium. Warum? Was ist denn los? Der Lord von Barmbek war eben hier. Halten Sie doch fest. Ja, er ist schon wieder weg.